So, also das mit den Holzpipes, ich habe die jetzt noch gleich geholt. Ich denke, das wird funktionieren. Einfach nur. Falsch. Ich wollte die alle nach vorn. Tja, mit der Kohle, warten wir mal noch. Ist ja Gold, nee, Gold, ne? Gold. So. Also in etwa so. Es ist jetzt zwar ein bisschen unglücklich, weil nicht unmittelbar. Aber es ist mir erst, ehrlich gesagt, ist mir wurscht. So. Das vom Platz passt eben nicht. Man hätte es auch mal testen können, ne? So, und hier machen wir jetzt einfach mal eine Kiste. So. Na gut, dann mache ich das auch mal kaputt hier. So, dann wieder Leitungen ziehen. Die lege ich schon mal dahinter, einfach so prophylaktisch, dass wir nicht nochmal anfangen müssen. Oh, das ist gefährlich. Es sei denn, Moment. Ach so, geht nicht, nee. Man geht hier irgendwo raus. Es verbindet sich aber mit der MFE, ne? Es sei denn, es sei denn. Muss mal kurz was gucken. Das könnte man unter Umständen machen. Hier kann ich runterspringen, ne? Ja. So. 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 Dann wieder hierher. Ein paar Kabelchen geholt. Öfchen angeschlossen. Das sind doch richtig, ne? Ja. So. Gut. Öfchen sind dran. Gleich wieder auffüllen hier. Gut, das da. Das. Lassen wir erstmal so. Jetzt geht's hier weiter. Eigentlich können wir das alles rausmachen hier. So, aber hier kommen ja eh diese Redstone Engines drunter. Haben wir denn dann auch vier Stück? So, und hier bräuchten wir jetzt quasi eine Leitung, wie eine Redstone-Leitung hier runter, das wäre perfekt. Entweder wir machen wieder Receiver hin. Das weiß ich jetzt noch nicht. Lass mal überlegen. Ich muss mal kurz überlegen. Okay. Ja, und das hier. Ach so, ja, jetzt müssen die da drunter. So. So. Jetzt müssen wir überlegen, ziehen wir das weiter oder bauen wir jetzt hier einfach nochmal zwei Wireless Receiver her und sind fertig. Das ist natürlich auch eine Sache, ne?
Gut. Goodie. Gucken. Ja, hier wird schon das. Da hatte ich jetzt Sinn einmal rausgezogen. Das müssten zwei sein. Ja, da kommen sie. Sind hier in der Kiste. Da können wir es jetzt zwar noch nicht rausziehen, weil es halt ungünstig steht. Aber wir könnten uns hier eine kleine Stütze bauen. So, da können wir nämlich leichter drüber laufen, wenn wir hier reinkommen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. So, und das wird jetzt folgendermaßen gemacht. Auch wieder 50% ED. Das schalte ich jetzt mal aus. Das kommt hier hinten mit in den Maschinenraum. Dann machen wir hier diese Schaltung nochmal. Also brauchen wir Multiplexer, Toggle-Latch, Timer. Toggle. Timer. Multiplexer. Und das. Halt, wir brauchen ja nur. Na doch, jeweils. Also ein Receiver, ein Transmitter. So, lass mal reichen. Dann sehen wir weiter. Okay. Aufpassen hier. Eins freilassen. Kommt der Timer hin. Und ich stelle den auf 6 Sekunden. Dann kommt unser Toggle-Latch hin. Dann kommt der Multiplexer. Damit das wirklich ausgeschalten wird. Wo ist der jetzt? Hier. So. Der Multiplexer und hier kommt der Empfänger erstmal für den Schalter hin. Und hier hinten 31, der Sender. So. Okay. Dann nehmen wir gleich unser Schild. Und zwar, das ist auch wieder 50%. ED, wie nennen wir das? Nennen wir es Erzschmelze. Jetzt geht er wieder irgendwo hin. Okay, und 30 ist dann ein Schalter, den wir von hier irgendwo betätigen können. Irgendwo hier wäre das halt günstig, ne? Weiß ich noch nicht. Wir machen uns dann so ein Schaltpult. So. Okay, das ist erstmal Goodie. Die laufen. Jetzt ist uns halt dieses Bild ein bisschen im Weg, ne? Hier können wir das nämlich einfach dran machen. Ach, das ist Mist. Hier habe ich keinen Platz da. Oh, jetzt habe ich welchen. Jetzt muss man nur noch aufpassen. So, das wird ja immer mitgetrieben. Also hier. Was mache ich denn da jetzt rein, dass ich es von der anderen Seite wieder sehe? Machen wir es so. Und dann kommt hier direkt der Sender dran. Der läuft natürlich jetzt, ne? Okay, sehr schön. Und hier. Kommt jetzt ein Schalter.
Und wenn der an ist, ist es gestoppt. Und dann brauchen wir wieder ein Schild. Also ein Schild. Ja, was, wie, wo, Hilfe? Gut. Kein Platz mehr. Müssen mal ein bisschen was loswerden. So, jetzt aber. So. Halt Gluss und das brauchen wir auch für die Lampe. Glas haben wir Gott sei Dank noch. Blödsinn. So. Ja, jetzt ist es genau umgedreht, jetzt machen wir es so. So. Produktion. Zinn. Eisen, Kupfer, Gold, Gold. So, machen wir's so. Super. Gut, das funktioniert. Sehr schön. Mehr macht das sowieso nicht, weil die Maseratoren nicht die schnellsten sind, ne? Da reicht das so völlig aus. Ja, eigentlich schon mal nicht übel. Das haben wir hier mit angeschlossen. Dann kommt hier wieder ein Stein her. Und hier. So. Dass wir das hier einfach hier mit durchziehen. Und hoffen, dass er das schafft. Wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Dann sind wir nämlich fertig. Ich will hier raus. Wieso komme ich denn hier nicht raus? Kack. So. Kann man ja auch von oben rein. Also Stein holen. Stein. So. Okay, das sieht gut aus. Andererseits kann ich dann von hier überall hin. So viel dazu.
So, dann war hier noch eine Pipe. War das eine normale Pipe oder? Okay. Tickt das alles noch? Ja. Ist selbst hier die Decke zu niedrig. Aber hier können wir uns eigentlich durchbewegen, das ist okay. Hier scheint sich was nicht zu bewegen, ne? Doch, doch. Alles ist grün. Ja gut, dann können wir das hier hinten starten. Habe ich noch ein paar Cobblestones, die ich hier mit reinmachen kann. So. So, 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 so. Guti. Ja, gucken wir mal, was passiert.